Also vielen lieben Dank, Herr Vizerektor, Herr Dekan, Jörn, für die einführenden Worte. Vielen Dank für das große Erscheinen und ich freue mich sehr, hier vor diesem illustren Publikum reden zu dürfen. Ich bin direkt ein bisschen nervös und will aber, also was will ich heute machen? Ich will, zuerst möchte ich noch sagen, dass Fragen bitte nicht erlaubt sind. Es wurde mir gesagt, das könnte sonst peinlich werden. Höchstens am Ende beim Buffet, das es ja auch geben soll. Aber was ich auch sagen möchte, ist, wenn Sie ein Smartphone dabei haben, das bitte einzuschalten. Okay? Und zwar auf leise, aber so, dass man eventuell Internetverbindung hat, weil ich werde Sie heute mit einbeziehen in diese Vorlesung. Okay? Falls Sie das dabei haben, bitte mitspielen. Es wird so eine Art Spiel sein, es wird kein Spiel sein, es wird ein Entscheidungsproblem sein, das ich Ihnen stelle. Und da hoffe ich auf Ihre Mitwirkung. Ja. Wo geht's bei mir? Es geht um das Thema rationales Entscheiden bei radikaler Unsicherheit. Vielleicht ganz vorweg noch kurz was zu rational. Was ist rational? Extrem schwierig, das zu definieren. Ich habe später mal eine Definition, aber es ist recht wichtig für Ökonomen normalerweise, vor allem weil wir sowohl normatives Verhalten versuchen anzugeben, als auch positiv. Also das heißt, normativ heißt, ich möchte Verhaltensempfehlungen geben oder vielleicht so Idealszenarios durchlaufen. Und positiv heißt, ich möchte auch beschreiben, wie Menschen sich wirklich verhalten. Dafür ist vielleicht das rationale Entscheiden nicht immer so entscheidend, aber für das Normative, wie man sich verhalten soll, natürlich extrem wichtig. Über das rationale Entscheiden werde ich aber später noch ein bisschen mehr sagen. Zuerst einmal, was ist radikale Unsicherheit? Es gibt sicherlich viele Definitionen. Diese geht hier zurück auf Knight 1921. Also kurz beschrieben, es gibt mehrere Möglichkeiten, die eintreten können. Und wir können diesen Möglichkeiten keine objektiven Wahrscheinlichkeiten zuordnen. In dem Sinn war mein hier nach Graz kommen schon radikal unsicher, weil es konnte doch keiner genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Also ich wusste vielleicht noch am besten, aber nicht von außen vielleicht nicht. Also vielleicht möchte ich nur ganz kurz sagen, was ist denn so eine radikale Unsicherheit? Also für mich das beste Beispiel, das gar nicht so radikal klingt, ist das Fußballspiel. Ein Spielverlauf in einem Fußballspiel ist radikal unsicher. Sie können mir alle nicht sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass heute der Messi das erste Tor schießt. Das kann mir keiner geben, diese Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es sozusagen radikal. Was ist denn nicht radikal? Nicht radikal ist all das, was man im Casino so hat. Also das meiste im Casino, alles Glücksspiel. Das ist nicht radikal, das sind objektive Wahrscheinlichkeiten. Hier kann man, also wenn man zum Beispiel Roulette spielt, gibt es ganz klare objektive Wahrscheinlichkeiten. Man kann sich auch streiten, wenn man mit Physikern drüber redet vielleicht. Aber aus unserer Sicht würde ich das als objektive Wahrscheinlichkeit nennen. Was ist auch eine nicht radikale, was ist eine noch radikalere Unsicherheit, möchte ich vielleicht auch noch kurz sagen. Also noch radikalere Unsicherheit hatten vielleicht die, die amerikanischen Ureinwohner hatten eine ziemlich nicht, also noch radikalere Unsicherheit, die hatten wahrscheinlich nicht einmal am Schirm, dass sie eventuell von Europäern entdeckt werden. Also das ist noch radikaler, da weiß man nicht einmal, was diese mehreren Möglichkeiten alles sind. Also was wir schon haben müssen, ist, dass wir die Möglichkeiten gut einschätzen können, aber nicht halt wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit geschieht diese oder eine Möglichkeit. So viel zur radikalen Unsicherheit. Und mit dem Begriff will ich Sie gleich zu einem Experiment einladen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht mit verschiedenen Publikum. Und ich mache es jetzt folgendermaßen, also Sie müssen sich Folgendes vorstellen, zwei Urnen gibt es hier, also ich weiß nicht, mir wurde gesagt, Millennials wissen vielleicht nicht, was eine Urne ist. Also eine Urne ist etwas, wo jetzt dann Bälle hineinkommen und man die Bälle nicht sieht, okay? Und aus den Bällen, aus dieser Urne werde ich dann Bälle ziehen. Okay. Also wir haben zwei Urnen, eine Urne A, die enthält 100 Bälle und bitte genau aufpassen, das ist extrem wichtig. Also Sie dürfen ja nicht fragen, das heißt, ich muss mich besonders anstrengen, das ganz klar rüberzubringen. 100 Bälle. Jeder einzelne Ball ist entweder rot oder blau. Die Farben sieht man. Okay? Aber es ist nicht klar, wie viele von den 100 Bällen rot sind. Es sind
eine gewisse Anzahl rote Bälle drinnen und eine gewisse Anzahl blaue, zusammen sind es 100. In der Urne B schaut es ein bisschen anders aus. Die Urne B enthält zwar auch genau 100 Bälle, allerdings ist die Zusammensetzung genauer bekannt. Es gibt 49 graue, dieser graue Punkt. Die anderen sind weiß. Ich schreibe hier, wenn Sie wollen, was soll das heißen? Das heißt, es ist nicht relevant, welche Farbe die haben. Sie werden nämlich jetzt wetten dürfen, entweder auf rot, blau oder grau. Das sind Ihre drei Optionen. Okay. Das heißt, ich mache jetzt, die Idee ist jetzt folgende. Sie müssen wählen zwischen drei Optionen. Das werden wir gleich mit Smartphone durchsetzen. Ich hoffe, dass ein paar wenigstens eins dabei haben. Urne A, wie gesagt, 100 Bälle, davon ungewisse Anzahl rot und blau. Urne B, 49 von 100 Bällen sind grau. Und Sie müssen sich um eine dieser Wetten entscheiden. Wetten Sie also auf rot, dann gewinnen Sie, also 100.000 Euro habe ich hier hingeschrieben, das ist natürlich in Klammern, weil das kriegen Sie nicht wirklich. Okay? Sie können natürlich jetzt sagen, warum schreibe ich da nicht gleich eine Million rein, aber ich bin Mikroökonom, ich kann mir so große Dinge nicht vorstellen. Okay? Also wenn ein roter Ball aus der Urne A gezogen wird, kriegen Sie, stellen Sie sich das vor und benehmen Sie sich so, als wäre das so, Sie bekommen 1.000 Euro. Sie können aber auch auf blau wetten, das heißt, Sie gewinnen 1.000 Euro, wenn Sie aus dieser Urne A einen blauen Ball gezogen wird, wenn der einer gezogen wird. Oder Sie lassen die Urne A ganz beiseite und sagen, nein, Sie wollen, dass ich in die Urne B greife und dorthin einen Ball hinausziehe. Und wenn der grau ist, da gab es 49 davon von 100, dann gewinnen Sie wiederum 1.000 Euro. Ist das Setup klar? Das sind die drei Fragen. Und jetzt würde ich Sie gerne bitten, also die Idee, vielleicht sollte ich noch ganz kurz klären, sagen, also die Idee ist halt, dass das gut gemischt ist, das Ganze, ne, die beiden Urnen, und ich ziehe eine zufällig heraus. Also jetzt möchte ich Sie dazu einladen, da mitzumachen per Smartphone. Und Sie müssen Folgendes tun, Sie müssen in einem Webbrowser sokrative.com angeben. Sokrative mit einem V, .com. Und dort dann, Sie sind heute alle Studentinnen bei uns, okay? Mit großem I. Und Sie müssen dort als Student Login wählen und dann dort diese Raumnummer angeben. Zwei haben es schon geschafft, drei. M9NA9FFA. Das müssten Sie dort bitte eingeben. Ich warte aber schon auf ein paar mehr als drei. Also dann zähle ich mal runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Also folgendes Ergebnis. Einige auf rot gewettet, einige auf blau. Eine knappe, absolute Mehrheit auf grau. Das ist genau, wie ich es mir erwünscht habe. Okay. Wirklich geschwitzt ein bisschen, dass das ausgeht sich. Okay, wunderbar. Jetzt muss ich das einmal kurz ein bisschen analysieren anfangen. Folgendes. Also eine erste kleine Analyse mache ich hier kurz von dieser Wette. Aber ich werde mich dann ein bisschen wegbewegen. Und dann komme ich langsam, also ich dann noch ein zweites Experiment mit Ihnen machen und dann komme ich am Ende wieder zum ersten zurück. Also das wird ein bisschen so ein Kreis werden. Aber dieses Experiment übrigens ist nicht von mir komplett erfunden, es ist eine kleine Variation eines Experiments von Daniel Ellsberg, 1961, ist schon etwas älter. Und der hat damals die damalige sozusagen Standardtheorie damit ein bisschen gefährdet oder zumindest kritisiert. Also folgendes, wenn Sie nach Savage 1954, da hätte ich dazu sagen sollen, was ich hier mache, ist ja fast ein bisschen ideengeschichtlich. Ne? Werden Sie gleich sehen dann, also es gibt sehr viele, sehr alte Sachen, aber es gibt leider auch alte Dinge, die vergessen wurden und die bringe ich wieder zum Vorschein sozusagen. Aber das geht, also wenn Sie eine subjektive Einschätzung hätten, was meine ich mit einer subjektiven Einschätzung? Wenn Sie zum Beispiel glauben, also Sie haben einfach einen Glauben, Sie glauben, die Urne A hat mehr rote als blaue Bälle. Das könnten Sie glauben. Was würden Sie dann machen? Was sollten Sie machen? Naja, wenn die Urne
A, mehr rote als blaue Bälle hält, also mehr als 50 rote Bälle, dann haben Sie quasi eine Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als 50%, sollten Sie sicher auf Rot wetten, weil von Blau kriegen Sie dann ja weniger als 50% und von Grau kriegen Sie 49%. Das heißt, das wäre eine Entscheidung. Die ist auch vollkommen sozusagen rational, kann man sagen. Ist halt, wenn Sie das glauben, dass da mehr rote Bälle sind, Sie könnten glauben, Rot ist generell im Universum mehr verbreitet als Blau, wird auch so sein in der Urne, dann ist das sinnvoll. Okay, das kann man sicherlich nicht als irrational abtun. Glauben Sie, dass die Urne A weniger rote als blaue Bälle enthält? Das kann ja auch sein. Dann ist es genau umgekehrt natürlich, dann sollten Sie auf Blau gehen. Und was Sie auch noch glauben könnten, ist, dass die Urne A genau gleich viele rote und blaue Bälle enthält. In dem Fall ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei Rot oder Blau gewinnen, 50% und bei Grau nur 49%. Okay? Also das heißt, weiß nicht, was das heißt. Das heißt also, Sie haben halt keine subjektive Einschätzung, wenn Sie auf Grau gesetzt haben. Okay? Ist das jetzt irrational, Grau zu wählen? Das ist sozusagen die Frage. Und da gibt es viele Ansätze, wie man diese Wahl von Grau erklären kann. Also erst möchte ich sagen, dass das halt oft experimentell gemacht wurde in vielen Labors auf dieser Welt und es immer wieder eine doch recht große Gruppe an Leuten gab, die so Richtung Grau gewählt haben. Nicht immer genau mit demselben Setup, aber so ähnlich. Also es gibt jetzt viele Modelle, aber die ersten, die es dazu gab, gibt es seit 1989 von Gilboa und Schmeidler. Also das ist das erste Mal, wo ein Modell konsequent durch so gedacht wurde, so eines. Das heißt, das nennt sich das Multiple-Prior-Modell. Ich wollte nur ganz kurz, um einen Kontext zu schaffen, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht das Beste, aber zu sagen, es gibt hier eben, das wurde schon relativ oft zitiert, 3578 Mal zur Relation jetzt, das ist einer der letzten Nobelpreisträger, Holmström, hat bis heute für sein 79er Paper, das ja sehr gelobt wurde, ja, 8911 Citations. Wenn man jetzt, der hat aber 10 Jahre vorher angefangen, wenn man 10 Jahre zurückgeht und nur die Google Citations zählt bis zu Ende 2006, ist das sehr, sehr vergleichbar. Okay? Das heißt, Gilboa Schmeidler, hat etwas bewegt, das ist etwas entstanden, das also Richtung Nobelpreis geht sozusagen vielleicht. Also ich weiß nicht, wie es ist, aber in ökonomischer Theorie ist das eine ziemlich große Anzahl an Citations. Warum? Vielleicht hätte ich noch so sagen sollen, weil diese radikale Uncertainty, die gibt es natürlich nicht nur beim Fußball, die gibt es in der Finanzwirtschaft. Also wenn Sie sich überlegen, welche Aktien Sie investieren, Sie haben keine Ahnung, also die können keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen den verschiedenen Aktienpreisen. Sie können, wenn Sie sich globale Wärmung denken, da können Sie keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen, soweit wir das auch alle probieren. Es ist sehr schwer, jedem verschiedenen Szenario da eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Also es gibt extrem viele so Anwendungsgebiete, wo man mit dieser radikalen Unsicherheit gern arbeiten möchte. Und dieses Multiple-Prior-Modell ist ein sehr nettes, elegantes und kann man überall draufschmeißen. Okay? Und da sehen Sie gleich warum. Wie erklärt sich das? Also wie funktioniert dieses Multiple-Prior-Modell? Die wählende Person hat jetzt eben nicht eine Einschätzung, sondern viele Einschätzungen im Kopf. Woher soll man auch wissen, wie viele Bälle, das ist ja gerade der Trick, man weiß nicht, wie viele rote, wie viele blaue Bälle es gibt. Man hat also ein Intervall an Einschätzungen im Kopf, sagen wir mal, also aus irgendeinem komischen Grund, sagen wir halt einmal, diese Person glaubt, die Anzahl der roten Kugeln liegt zwischen 25 und 75. Könnte man auch zwischen 0 und 100 machen, nicht? Aber sagen wir mal, diese Person glaubt halt an dieses Intervall aus irgendeinem Grund. Und dann bestimmt diese Person den Wert einer solchen Wette mit dem Worst Case. Der schlimmsten Einschätzung. Das ist ein Modell. Dann schreibt man aber der Wette Rot also eine Gewinnwahrscheinlichkeit von nur 25% zu, weil man nimmt den schlimmsten Fall. Der schlimmste Fall ist, dass nur 25 Bälle rot sind. Wenn ich jetzt aber auf Blau gehe, ist der schlimmste Fall ein anderer. Da ist der schlimmste Fall der, dass nur 25 Bälle blau sind. Also, dass 75 Bälle rot sind. Okay? Und gibt dem auch also nur eine 25% Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist das Multiple-Prior-Modell. Okay? Dadurch ist quasi die schlimmste Gewinnwahrscheinlichkeit bei der Wette Grau mit 49% am höchsten. Und das rationalisiert dann sozusagen die Entscheidung Grau. Da gibt es viele andere Modelle. Also ist das ungefähr klar, wie das funktioniert? Das ist ja ein relativ simples Kalkül.
Und Worst-Case-Analyse hat man in Engineering schon ewig gemacht. Es ist nicht so, dass das ganz was Neues ist. Das heißt, es war nur hier eine Einbettung in ein komplettes Modell eines Entscheidungstheoretikers, also eines Entscheiders oder einer Entscheiderin. Also es gibt viele Modelle, ich will jetzt nicht alle aufzählen, also da gibt es hunderte Modelle, verschiedene Modelle, und da gibt es natürlich noch hunderte, also tausende offensichtlich Anwender dieser Modelle. Also das ist ein sehr populäres Modell, das ist ein früherer Kollege von mir übrigens, Smooth Ambiguity Aversion, das ist so eine Doppelrisiko-Aversionsgeschichte, und dann gibt es verschiedene, ich will jetzt gar nicht darauf die eingehen. Okay? Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Modelle und sehr, sehr viele Anwendungen von diesen Modellen. Okay, das wäre quasi eine Erklärung, eine Rationalisierung des Verhaltens, dass Sie grau wählen. Soweit, so gut? Ja. Jetzt möchte ich Sie aber noch ein zweites Experiment durchführen lassen. Und hier kommen wir jetzt ein bisschen in die Richtung, wo ich hin möchte. Es gibt nämlich in der Statistik, wo ich auch ein bisschen herkomme, schon ältere Resultate, die ich irgendwie relevant finde. Und das werde ich Ihnen jetzt erklären, wieso die relevant werden. Und hier geht es auch immer ein bisschen um Daten. Okay, also jetzt nehmen wir wieder zwei Urnen. Urne A ist jetzt anders, Urne B ist gleich wie vorher. Die Urne A enthält jetzt nur drei Bälle. Okay, noch einfacher. Und weil jetzt da viele so Farbtupfer kommen, habe ich jetzt immer versucht, als eine Urne kennzuzeichnen. So glaube ich heißt das. Entweder gibt es so also zwei rote und eine blaue Kugel oder Bälle. Oder einen roten und zwei blaue Bälle. Nur die zwei sind möglich. Wenn man sich das nicht ganz vorstellen kann, machen wir Folgendes. Ich habe also eine Urne mit einem Ball, der ist rot oder blau und ich weiß nicht wie. Und dann gebe ich noch zwei dazu, einen roten und einen blauen. Dann habe ich quasi diese Situation. Okay? Also man kann sich vorstellen, das ist eigentlich hauptsächlich für den Vortrag, das macht mir das Leben leichter, aber das wäre jetzt auch kein Riesenthema, wenn ich da mehr zulassen würde. Aber die Urne B ist wie zuvor. Es gibt 49 aus 100 Bällen und die sind grau. Also 100 Bälle insgesamt, davon sind 49 grau. Ist das Setup klar? Jetzt wird es kompliziert. Okay? Nicht extrem kompliziert, aber ein bisschen. Es kommen Daten ins Spiel. Und zwar werden jetzt da zuerst zwei Bälle hintereinander mit Zurücklegen aus dieser Urne gezogen und die werden hergezeigt. Okay? Das ist jetzt Daten, das ist Statistik. Das heißt, diese Farben der beiden Bälle werden offen kundgetan. Okay? Das heißt, diese Daten, die werden Sie alle sehen und danach müssen Sie sich entscheiden, worauf wetten Sie. Und da haben Sie wieder die gleichen Möglichkeiten wie vorher. Sie können auf Rot wetten, auf Blau wetten, also da zieht man eine Kugel aus der Urne A, oder Sie können auf die andere Urne gehen und auf Grau wetten. Diese drei Möglichkeiten haben Sie wieder. Aber ich will Ihnen ich verwende jetzt die Strategy Method, heißt das in der experimentellen Literatur. Ich gebe Ihnen ein bisschen ein komplizierteres Problem, weil ich möchte, dass Sie das als Funktion von allen möglichen Daten angeben. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber das schaffen wir. Also Sie haben folgende Entscheidungsregeln möglich. Also Sie haben diese folgenden vier möglichen Datenpunkte. Sie haben entweder die Möglichkeit, dass Sie zweimal rot gezogen haben. Das geht in beiden Fällen. Ne? Es gibt immer rote Kugeln in beiden Fällen. Es gibt auch immer blaue Kugeln in beiden Fällen. Also Sie ziehen zweimal und beide sind rot. Oder Sie ziehen, die erste ist rot, die zweite ist blau. Das könnte man nennen, das ist so gemischte Evidenz. Ne? Also das zweimal rot ist ja ein bisschen, das spricht ja eher dafür, dass da mehr rote Bälle drin sind. Und dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, dass der erste blau ist und der zweite rot. Oder dass beide blau sind. Okay? Das sind die möglichen Datenpunkte. Mehr gibt es nicht. Eine Entscheidungsregel ist nun eine Wette für jeden potenziellen Datenpunkt. Und das möchte ich Sie jetzt angeben lassen. Allerdings habe ich zu viele Entscheidungsregeln. Es gibt ja, also ich kann jetzt nach jedem Datenpunkt habe ich immer drei Möglichkeiten. Ich kann immer auf Rot, Blau oder Grau gehen. Das heißt, ich habe 3 hoch 4 Möglichkeiten, das ist ein bisschen viel. Okay? Also es passt nicht auf eine Folie. Okay? Also ich werde nur eine kleine Auswahl geben, aus der Sie wählen sollen. Die Auswahl soll so ausschauen, Sie haben diese Möglichkeiten. Sie sehen, das ist alles Mathematik eigentlich in gewisser Weise, aber ohne Zahlen. Gell? Ist ganz hübsch. Also wir haben hier diese möglichen Datensätze in Farben ausgedrückt und dann, die sind die Regeln. Also die erste Regel sagt einfach nur,
Sie gehen immer auf Rot. Okay? Sie wählen immer Rot. Egal, was für Daten kommen, Sie wählen Rot. Kann man natürlich machen. Kann alles machen. Ne? Sie gehen immer auf Blau. Ist eine andere Möglichkeit. Das heißt, egal, was Sie da bekommen, Sie wählen Blau, 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 Blau. Die nächste, vielleicht ein bisschen eigenartig, aber Sie gehen auf die Farbe des ersten Balls. Okay, warum nicht? Also Sie gehen nach der Farbe des ersten Balls. Das heißt, wenn der erste Ball rot ist, nehmen Sie rot. Wenn der erste Ball blau ist, gehen Sie auf blau. Was meine ich jetzt eigentlich? Ich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Die Idee ist jetzt, Sie ziehen ja noch ein drittes Mal. Entschuldigung, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Das war eine Frage, gut gewesen wäre. Ich habe mich selber gefragt, was ist das jetzt genau? Also die dritte Kugel wird auch noch gezogen und auf die wetten wir dann natürlich. Ne? Nicht auf die, die schon da sind, das wäre ja langweilig. Ne? Das ist ja keine Unsicherheit mehr, auf keinen Fall radikal. Dann kann man noch Folgendes machen, man kann auch sagen, man wettet gegen die Daten ein bisschen. Also man wettet, wenn der erste Ball rot ist, gehe ich auf blau. Wenn der erste Ball blau ist, gehe ich auf rot, könnte man machen. Und ich kann auch Folgendes machen, das ist jetzt einmal, ich gebe ja nur diese 5 zur Auswahl, also ich gebe natürlich viel mehr Möglichkeiten, aber ich nenne das jetzt einmal etwas grau wählen, das heißt, nach 2 roten wählen Sie rot, bei gemischter Evidenz gehen Sie auf grau und bei 2-mal blau gehen Sie auf blau. Diese 5 Regeln gebe ich Ihnen jetzt zur Auswahl und Sie können sich wieder, also ist das klar, das Setup? Okay. Also noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. 55% gehen auf diese Strategie E und ein paar andere Möglichkeiten gibt es hier. Interessant, 12%. Also das werde ich jetzt auch ein bisschen analysieren. Okay, also lassen wir es einfach mal so stehen. Also ich sehe auch Ähnlichkeiten zwischen der Grau-Strategie von jetzt wie der Grau von vorher. Da gibt es sicher Ähnlichkeiten. Gehen wir jetzt mal die Analyse durch. Diese Analyse ist ein bisschen kompliziert. Also ich muss jetzt da einiges mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Aber das werden wir schon schaffen. Also ich muss mir jetzt quasi für diese 4 Strategien, also 5 Strategien, die Gewinnwahrscheinlichkeiten ausrechnen in den möglichen Zuständen. Also ganz langsam und vorsichtig. Es gibt jetzt ja zwei, ich habe gesagt, es gibt nur 2 mögliche Zustände. Es gibt die Möglichkeit, dass die Urne A aus 2 roten, einer blauen Kugel besteht und dann noch den zweiten Zustand. Okay? Jetzt rechne ich einmal nur in dem. Ich sage einmal, sagen wir mal, es wäre so, dass dieser Zustand eingetreten ist oder besteht. Dann habe ich hier die Daten. Jetzt kann ich aber unter diesem Zustand kann ich mir auch ausrechnen, wie wahrscheinlich diese Daten sind. Na, das ist auch wichtig jetzt nämlich. Also ich habe hier die Wahrscheinlichkeiten in Brüchen ausgedrückt. Das heißt, dass die erste Kugel eine rote ist, die Wahrscheinlichkeit davon ist natürlich 2/3. Weil ich habe 2 aus 3, 2/3. Ich lege sie ja wieder zurück, mische wieder, ziehe wieder eine raus, habe ich noch einmal eine 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass die nächste rot ist. Und so kann ich die Wahrscheinlichkeiten angeben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 2 blaue rauskriegen aus der Urne, ist natürlich kleiner. Die ist nicht 0, ist halt 1/9, 1/3 mal 1/3. Klar soweit? Okay. Jetzt will ich sagen, was kriege ich für Gewinnwahrscheinlichkeiten, wenn ich auf diese Strategien verfolge? Schauen wir mal zum Beispiel die an, wenn ich immer auf Rot wette. Das ist relativ einfach. Da ignoriere ich ja die Daten komplett. Das heißt, wenn ich immer auf Rot gehe, habe ich immer eine 2/3 Wahrscheinlichkeit. Warum? Weil der Zustand ist ja der. Die Daten haben ja an sich mit dem Zustand jetzt nichts zu tun. Der Zustand ist ja dieser hier. Das heißt, ich gehe hier auf Rot, Gewinnwahrscheinlichkeit 2/3, ich gehe hier auch auf Rot, der Zustand ist dasselbe, immer noch 2/3 Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die Gesamtwahrscheinlichkeit ist 2/3. Wenn das der Zustand ist und ich immer auf Rot gehe, ist das natürlich eine super Strategie. Natürlich weiß ich nicht, dass das der Zustand ist. Ähnlich ist es, wenn ich immer auf Blau gehe, da habe ich immer 1/3. Klar soweit? Interessanter wird es halt jetzt, ich mache das ein bisschen in anderem Rhythmus. Wenn ich immer dagegen wette, das war diese komische Wette, wo ich immer auf, ich glaube, die hat auch kaum wer gewählt, wenn ich auf Rot, wenn ich der erste Ball rot ist, gehe ich auf Blau und umgekehrt. Das heißt, ich wette hier auf Blau, dann kriege ich eine 1/3 Wahrscheinlichkeit, 1/3 für Blau hier, 2/3 für die Roten. Jetzt muss ich aber, um die Gesamtwahrscheinlichkeit auszurechnen, halt
so eine Kette durchgehen. Also die Gesamtwahrscheinlichkeit ist halt, okay, mit Wahrscheinlichkeit 4 Neuntel kriege ich diese Daten, dann wette ich auf Blau, dann kriege ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 Drittel, muss ich multiplizieren. Habe ich einen ersten Fall. Plus Wahrscheinlichkeit von dem Datensatz, das da, mal Gewinnwahrscheinlichkeit 1 Drittel. Und so muss ich durchsummieren. Okay, das muss man einfach durchxen. Und dann komme ich auf eine insgesamt Gewinnwahrscheinlichkeit, ist sehr schwierig, muss man zugeben, nicht? Aber halt 4 Neuntel kommt da raus. Muss man halt, kann man alle, also wenn Sie es jetzt nicht ganz verstanden haben, kann man zu Hause sich nochmal durchgehen, nicht? Das schafft man. Ist ein Aufwand, aber es ist, also ich habe es jetzt für Sie ausgerechnet und Sie müssen mir ein bisschen vertrauen, wenn Sie es nicht im Kopf so durchrechnen können, was ich auch nicht könnte. Nicht? Jetzt haben wir also eine 4 Neuntel Wahrscheinlichkeit, dass übrigens irgendwo da dazwischen liegt. Nicht? Also 3 Neuntel, 6 Neuntel, also 4 Neuntel ist auf der niedrigeren Seite, aber dazwischen. Wenn ich auf die etwas graue Strategie gehe, das ist ein bisschen komplizierter, ich drücke das jetzt da so gemeinerweise auch in Brüchen aus, aber das hilft, glaube ich. Also, was mache ich hier? Ich im ersten Fall, bei den beiden Daten gehe ich auf Rot, Gewinnwahrscheinlichkeit 2 Drittel. Bei den Daten, bei den Doppelblau, gehe ich auf Blau, 1 Drittel Wahrscheinlichkeit. Und hier nach der gemischten Evidenz gehe ich ja auf dieses Grau. Das hat ja jetzt mit dem Zustand nichts zu tun, weil da gehe ich auf die andere Urne. Da ist ja die Urne A völlig irrelevant. Ich gehe auf Urne B. Und Urne B ist dann 49 graue, also habe ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 49 Hundertstel. Das kann man sich ausrechnen, komme ich, also das machen, können Sie es auch zu Hause probieren, ja. Es geht auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen Aufwand. 5 Neuntel minus 1 225stel. Okay, das ist halt so, weil ich so gewählt habe. Also ist aber bis jetzt quasi, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall besser als das da. Besser als 1 Drittel, ist natürlich nicht ganz so gut wie 2 Drittel, aber das kann man nicht so leicht erreichen. Der erste Ball allerdings gibt mir eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als das. Das ist ein bisschen interessant. Okay. Das ist ein bisschen unerwartet, das muss man auch durchexen, man muss halt rechnen, das ist halt so. Ich habe halt hier die 2 Drittel, 2 Drittel, 1 Drittel, 1 Drittel. Was geschieht hier, wenn man die zwei vergleicht, erster Ball und etwas grau, sieht man, dass natürlich in dem Zustand, wo die Daten beide rot sind, sind die blau gleich. Mache ich das Gleiche, ist eigentlich irrelevant im Vergleich, ne? Weil da mache ich das Gleiche. Also bei den blauen Daten mache ich auch das Gleiche in beiden Regeln. Das heißt, das ist auch irrelevant im Vergleich. Der Vergleich hängt nur von den mittleren Dingen ab. Und was ich habe ja hier das Rot-Blau, die Sequenz, die ist gleich wahrscheinlich wie Blau-Rot. Na, also zuerst eine rote ziehen, dann eine blaue, ist das gleiche wie zuerst eine blaue ziehen, dann eine rote. Okay? Das heißt, aber ich habe dann quasi hier einen Schnitt, kriege ich da hier eine Schnittwahrscheinlichkeit von 1,5, 2 Drittel und 1,5, 1 Drittel. Ich komme also auch quasi auf eine 50% Wahrscheinlichkeit und hier nur auf 49%. Okay? Interessant. Können wir festhalten. Jetzt mache ich dann mal fertig, also Entschuldigung, es schiebt sich jetzt ein bisschen nach oben. Okay? Jetzt habe ich hier Zusammenfassung für beide Zustände aufgeschrieben. Also ich habe jetzt diesen Zustand hier heruntergeholt, rot, rot, blau und einfach da kopiert diese Zeile. Ne? Das ist die 2 Drittel kommen von hier, die 1 Drittel kommen von hier und so weiter. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten objektiv ausgerechnet, wenn das der Zustand wäre. Wenn das der Zustand ist, da gibt es natürlich ein symmetrisches Argument, das ist ja sehr ähnlich, dann habe ich halt, wenn ich immer auf Rot gehe, das ist jetzt so, als wäre ich hier immer auf Blau gegangen. Ne? Das heißt, habe ich eine 1 Drittel Wahrscheinlichkeit, immer da 2 Drittel Blau und dann interessanterweise aber, habe ich hier immer noch die gleiche 4 Neuntel Wahrscheinlichkeit und hier die gleiche, wegen dieser Symmetrie. Und was sehe ich jetzt interessanterweise, und das ist ein bisschen neu sozusagen, ich sehe eigentlich, dass da diese Strategie gar nicht so gut ist. Ich meine, man kann sich jetzt streiten, kleine Beträge können einem wurscht sein vielleicht, nicht? Aber es ist ja so, dass egal was der Zustand ist, diese Strategie etwas grau ist, gibt eine geringere Gewinnwahrscheinlichkeit als die Strategie erster Ball. Das kann man nicht vorher wissen, okay? Ich meine, da muss man rechnen, okay? Es ist also irgendwie recht schwierig. Aber ist so, kann man nichts machen. Es ist einfach so, wenn man es so durchrechnet. Das heißt, ich habe jetzt in jedem Zustand, also wenn ich die zwei Strategien, erster Ball und etwas grau, vergleiche, in der spieltheoretischen Sprache würde man sagen, dass die Strategie etwas grau strikt dominiert ist, durch die Strategie auf den ersten Ball zu gehen. Okay? Also ich habe jetzt ein paar verloren, denke ich einmal da, aber probiere es nochmal kurz. Also Sie müssen ein bisschen Vertrauen haben in meine Rechnungen, ne? Sonst, ich glaube, die kann man jetzt nicht nachvollziehen, aber ich habe halt hier diese Gewinnwahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Also ganz,
ganz bodenständig hingesetzt und jede einzelne Möglichkeit durchgedacht und geschaut, was kommt da für eine Gewinnwahrscheinlichkeit raus. Und am Ende sieht man halt, und ich habe ein bisschen die Intuition schon erklärt, dass wenn man auf den ersten Ball geht, also die Farbe des ersten Balls, dass man hier eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hat, in beiden Zuständen als bei dieser Strategie auf etwas grau zu gehen. Das heißt, ja, was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich das nicht so sehr als rationale Wahl durchgehen lassen möchte, weil es ist ja dominiert. Es ist etwas, das, egal welches Weltbild man hat, es ist die Strategie erster Ball immer eine, gibt immer eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als die Strategie etwas grau zu wählen. Okay? Vielleicht sollte ich noch ein bisschen durchdenken. Die anderen Strategien, diese zwei sind auch vernünftig. Wieso sind die vernünftig? Ich meine, wenn ich einfach glaube, ganz stur und fest, sag mal, ich habe einfach die Urne schon gesehen und ich habe gesehen, es ist dieser Zustand, ich weiß das einfach, dann ist natürlich das Beste, ich gehe immer auf Rot. Eine Zweidrittel wahrscheinlich kriegt man hier sonst nirgends Mo. Das heißt, das kann schon auch sinnvoll sein. Also diese Strategie, immer auf Rot zu gehen, das kann sinnvoll sein. Gleich kann auch die Strategie, immer auf Blau zu gehen, sinnvoll sein, wenn man einfach eine große Vermutung hat, dass es hauptsächlich dieser Zustand ist. Okay, woher das auch immer kommt. War das klar halbwegs? Also, nicht mal ganz so klar, ich sehe weniger Knicken als früher. Okay. Also ich habe einfach ganz brutal die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den zwei möglichen Zuständen ausgerechnet und komme halt auf diesen Vergleich. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, bitte sagen Sie mir noch einmal, wie Sie in dieser Wahl entscheiden würden. Okay? Also ich frage Sie jetzt einfach nach meiner Erklärung hier noch einmal, wie würden Sie die gleiche Wahl jetzt angehen? Ich mache da wieder, gehe auf Finish, gehe wieder zu Launch, gehe wieder zu meinem Quiz, ein Entscheidungsproblem mit Daten. Okay, also dann mache ich noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha. Also das hat mich sehr gefreut, also das hat also gefruchtet. Na, aber jetzt, das ist sehr nett, weil jetzt komme ich zu meiner Definition von Rationalität. Und die habe ich interessanterweise von Gilboa. Ich habe Ihnen ja gerade vorher Gilboa und Schmeidler gesagt. Und Itza Gilboa ist ein sehr bekannter Entscheidungstheoretiker und der hat im Jahr 2010 ein Decision Theory, also ein Entscheidungstheorie-Textbuch geschrieben und hat eine Definition von irrationalem Verhalten. Und die schaut wie folgt aus, und das ist jetzt eine sehr nicht mathematische Definition. Folgendes, ich lasse sie mal vielleicht zuerst lesen. So drückt er das aus, okay? Also ein Verhalten ist irrational, wenn einem dieses, das man selber an den Tag gelegt hat, Verhalten nach einer Analyse des Verhaltens, die man halt gesehen hat, dann peinlich ist. Also peinlich ist ein bisschen übertrieben. Also mir war das jetzt nicht, ich habe das auch zuerst auf grau getippt, war mir dann nicht peinlich, dass ich das richtig falsch gemacht habe sozusagen, aber ich, trotzdem würde ich sagen, ich ändere mein Verhalten danach. Ne? Wenn ich das gelernt habe, ändere ich mein Verhalten. Das heißt, insofern, wenn das das Verständnis von Irrationalität ist, dann kann ich sagen, das Experiment ist dazu geführt, dass ich in der Tat das Fazit dieses statistischen Experiments machen kann und sagen kann, dass diese Wahl von etwas grau doch irrational ist. Auf zwei Arten. Argument 1 war, es ist einfach strikt dominiert. Argument 2 war, das hat auch Sie überzeugt, dass das ein gutes Argument ist. Und das heißt, insofern ist es vielleicht dann doch nicht eine optimale Wahl. Und jetzt möchte ich noch was dazu sagen. Okay. Die Frage ist jetzt, was würden diese Modelle machen, die wir alle vorher angeschaut haben? Also ich habe sie nicht ganz angeschaut, es ist ja dieses Multiple-Prior-Modell und diese andere Modelle, die es da gibt. Was würden die sagen, was da ein Mensch, der dieses Modell nachgeht, was würde der wählen oder die wählen? Naja, die können das alle nicht erklären, dieses etwas grau wählen. Okay? Das heißt, diese Modelle, weil Dominanz ist dort auch immer wichtig. Also in allen diesen entscheidungstheoretischen Modellen von Gilboa Schmeidler und all diesen anderen, die ich da aufgeschrieben habe, ist eine Dominanzbeziehung auch immer ganz klar, dominierte Dinge wählen wir nicht. Das heißt, in all diesen Modellen, wenn man das auf dieses Problem anwendet, kommt raus, da kann man nicht etwas grau wählen. Okay? Das heißt, das kommt auch dort nicht raus. Jetzt haben wir aber gesehen, finde ich, war wunderbar hier, das ist jetzt hier sogar mehr vorgekommen als im ersten Experiment.
Und hier ist es aber auf jeden Fall irrational. Also haben wir zumindest jetzt mehr oder weniger so festgestellt. Man kann sich wahrscheinlich über alles noch immer ein bisschen streiten, aber okay. Das ist dieses Fazit. Jetzt will ich mit dieser Erkenntnis nochmal zurückgehen zum ersten Experiment und nochmal nachfragen, war das Grau dort wirklich so rational? Weil jetzt haben wir ja gesehen, also das würde hier, diese Verhaltensmodelle würden das ja auch nicht wählen. Ne? Warum wählen sie das dann? Warum gibt es dann die Wahl von Grau im ersten und dann im zweiten ist es nicht? Warum ist das im ersten rational und im zweiten nicht rational? Wie gibt es das? Doch sehr ähnlich. Okay, jetzt komme ich zurück zum ersten Experiment. Und hier gibt es auch zwei Zustände. Der gezogene Ball, also was war das erste Experiment noch? Erinnern wir uns noch? Da gab es zwei Urnen, A und B. B war gleich wie immer, 49 graue aus 100. A war einfach 100 Bälle, blau oder rot. Wir wissen nicht, wie viele von allen. Okay? Jetzt kann ich sagen, der Zustand, könnte ich sagen, ist, wie viele rote Bälle da drin sind. Aber ich kann auch sagen, der Zustand ist einfach, ich ziehe einen nur raus. Einen rot, einen Ball ziehe ich raus. Den sehen Sie alle noch nicht. Den habe ich in meiner Hand. Okay? Ich stehe es gut versteckt. Meine Hand ist groß genug, sodass Sie nicht sehen, welche Farbe der Ball hat. Okay? Und das heißt, man kann sagen, der Zustand ist einfach die Farbe dieses Balls. Die kann rot oder blau sein. Okay, jetzt kann ich mir anschauen, in diesen beiden Zuständen, was sind denn die Gewinnwahrscheinlichkeiten der verschiedenen Wetten? Und das heißt, ich habe jetzt hier, das ist übrigens die Anscombe-Aumann-Repräsentation dieses Problems, das ist jetzt der Zustand rot, also der Ball kann rot sein, oder blau, in den beiden Zuständen. Hier schreibe ich die Gewinnwahrscheinlichkeiten auf. Wenn ich auf rot tippe, auf rot wette, habe ich also eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1, wenn der Ball rot ist, und 0, wenn er blau ist. Gegengleich. Wenn ich auf blau tippe, wenn ich auf grau tippe, habe ich immer die 49 Hundertstel. Wenn ich jetzt die drei Sachen anschaue, gibt es hier keine Dominanzbeziehung, schreibe ich auch sofort hin. Weil 49 Hundertstel ist zwar schlechter als 1, aber mehr als 0. Ne? Keine Dominanzbeziehung. Ha, aber jetzt kommt der letzte Clou sozusagen. Warum? Es gibt aber vielleicht doch eine Dominanzbeziehung. Und da spricht jetzt der Spieltheoretiker in mir und eigentlich spricht Abraham Wald durch mich. Okay? Ja, der ist wieder da. Okay. 51 gestorben, aber jetzt da doch. Ich könnte nämlich zufällig wählen. In Spieltheorie macht man das immer. Ne? Also das ist immer eine Möglichkeit zumindest. Haben aber die Entscheidungstheoretiker hier in all diesen Modellen ignoriert. Wurde immer ausgeklammert. Als nicht irgendwie, wurde nicht diskutiert. Okay? Was heißt das nämlich? Ich könnte eine faire Münze werfen, also müsste man wieder glauben an eine objektive Wahrscheinlichkeit. Eine faire Münze gibt mir Wahrscheinlichkeit 50-50. Sagen wir glauben, dass es das gibt. Wir glauben ja hier auch an andere objektive Wahrscheinlichkeiten, also sollte das auch gehen. Und dann mache ich das, dass ich bei Kopf wähle ich rot und bei Zahl wähle ich blau. Was kriege ich da für eine gemischte Strategie? Was ist das für eine neue Wette? In beiden Zuständen ist nun die Gewinnwahrscheinlichkeit dieser gemischten Strategien halb. Warum? Kurz durchdenken. Ich habe jetzt einmal eine blaue Kugel. Und ich werfe jetzt eine Münze. Mit Wahrscheinlichkeit 50% sagt sie mir, ich gehe auf blau. Und dann gewinne ich. Wahrscheinlichkeit 1/2. Ich habe eine rote Kugel. Ich wirf die Münze. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 kommt, sagt sie mir, ich soll auf rot gehen. Habe ich wieder eine Wahrscheinlichkeit von 1/2. Ist ein bisschen komisch. Ich muss selber randomisieren. Okay, aber ich kann das. Okay. Macht man sogar ab und zu, ne? Wenn ich zwischen zwei Kindern also sage, wer kriegt was, dann mache ich manchmal Münzwurf. Ne? Ist nicht ganz ungewöhnlich. Ne? Also vielleicht macht man das nicht so oft, also ich mache das vielleicht mehr als andere, aber aber das heißt, in diesem Fall habe ich da eine gemischte Strategie, also diese randomisierte Strategie, und die dominiert jetzt wiederum die Strategie Grau. Das ist übrigens ein Argument, dass sofort nach Ellsberg der Reifer sofort auch gemacht hat. Okay. Wurde auch ein bisschen ignoriert. Okay. Ist auch interessant, dass das ja so lange gedauert hat, von 61 bis 89, bis das modelliert wurde, sozusagen. Fast 30 Jahre dazwischen. Wieso eigentlich? Ne? Kann man sich fragen. Ich erfrage unsere Ideengeschichte da mal in unserem Institut. Ja, also. Das wäre jetzt, es müsste ich eigentlich noch einmal Sie fragen, ob Sie jetzt auch hier Ihre Meinung ändern. Im allerersten Experiment. Die Zeit nehmen wir uns, oder? Nein? Oder ja? Ja, okay. Okay, da sage ich gleich mal 5,
4, 3, 2, 1, 0. Ah, interessant. Okay, sehr interessant. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was tun. Aber ich war ja früher 50%, jetzt sind wir bei Grau bei 21%. Ich habe hier offensichtlich nicht so viel überzeugen können wie beim ersten, also beim Experiment mit den Daten. Ich glaube, sie liegen falsch, aber da gibt es Streitereien. Da kann man, also wenn man mit Gilboa reden würde, der würde da vielleicht noch ein Argument finden. Ich nehme es ihm nicht ab, aber es gibt vielleicht noch Möglichkeiten. Ja, das war vorher schon Lieblingsfarbe. Ne? Aber Fragen gilt nicht. So. So, aber das heißt, hier war es also weniger klar. Ich meine, eines muss man schon sagen, dieses Selbstrandomisieren ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, nicht? Aber das ist etwas, was ich gar nicht so schlecht finden würde, auch bei zum Beispiel Portfoliowahl. Könnte man sich mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen zufälliger, wie es auch die Affen ja angeblich machen, die ja angeblich auch ganz gut Mutual Funds managen können. Ne? wer weiß, was die genau machen. Okay. Nun, also eine Frage noch, also wie allgemein gültig ist diese Erkenntnis? Also es wurde sehr viel Entscheidungstheorie wurde entwickelt auf der Basis dieser Art von Experimenten. Man könnte jetzt sagen, naja, aber das sind halt so ein paar spezielle Fälle und das ist ja nicht so allgemein, da wird man schon was finden können, ein schönes Experiment, wo es ganz klar wird, dass die Leute eben doch eine Aversion gegen diese Unsicherheit haben, gegen diese Radikale, wo sie vielleicht doch nicht, wo vielleicht das dann doch irgendwie so etwas Ähnliches wie die graue Strategie hier dann doch was Gutes ist. Die Antwort ist nein, gibt es nicht. Es gibt kein einziges, ich kann kein Experiment kreieren, wo ich sie von einem Menschen unterscheiden kann, der einen eindeutigen Belief hat. Der einfach sagt, er hat einen Glauben an das, wie viele rote und blaue Kugeln da drinnen sind, Bälle drinnen sind, und quasi sich verhält wie dieser Savageaner, wie ein Bayesianer, der also einen Glauben hat, eine Einschätzung hat und da halt das Optimale macht. Ich kann kein Experiment bauen, dass also quasi, wenn man sich hier so rational verhält wie hier, nach Wald, dass das unterscheidbar wäre. Also vielleicht nur ganz formal, wie allgemein gültig ist diese Erkenntnis? Und da gibt es jetzt eben dieses Theorem von Abraham Wald, 1947 eigentlich schon, Complete Class Theorem in der Statistik. Vielleicht muss ich da ganz kurz erklären, ich verwende jetzt hier den Terminus Bayesianische Entscheidungsregel. Nochmal, was war eine Bayesianische Entscheidungsregel? Also all diese Dinge, die hier nicht dominiert waren, waren Bayesianische Entscheidungsregeln. Warum? Weil sie waren optimale Entscheidungsregeln, wenn man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung hat über die Zustände. Man glaubt einfach, es gibt eine gewisse Prior, eine Wahrscheinlichkeit von den beiden Zuständen und was immer man da glaubt, ich nehme jetzt das, was dann da gegeben das die beste Gewinnwahrscheinlichkeit bringt, das ist dann eine bayesianische Entscheidungsregel. Und diese graue Strategie in beiden Fällen war eben nicht bayesianisch. Die kann man eben so nicht rechtfertigen. Und jetzt ist es eben so, dass es diese Dominanzrelation gibt. Also das ist hier das Abraham-Waltz Complete Class Theorem, lautet genau so, für jede nicht bayesianische Entscheidungsregel gibt es eine potenziell randomisierte, muss man zugeben, bayesianische Entscheidungsregel, die in jedem Zustand der Welt mindestens gleich gut ist wie die nicht bayesianische Entscheidungsregel. Das ist noch ein bisschen, noch nicht ganz, also man kann verstehen, warum man Complete Class Theorem sagt, weil es heißt, man kann sich quasi auf die bayesianischen Entscheidungsregeln beschränken, wenn man dominierte Sachen weglässt. Noch ein bisschen stärker ist ein Lemma von David Pearce, das ist jetzt spieltheoretisch und das sehen Sie ein bisschen die Spieltheorie da hier drinnen. In einem Zwei-Personen-Spiel, warum ist das relevant? Man kann das sehen als Spiel zwischen mir, dem Entscheider, und der Natur, die den Zustand wählt. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Die Natur ist halt nicht so strategisch, aber egal. In einem Zwei-Personen-Spiel ist eine gemischte Strategie undominiert, das heißt nicht strikt dominiert, dann und nur dann, wenn sie eine beste Antwort ist auf eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung über die Strategien des Gegners. Also was Bayesianisches. Vielleicht nochmal übersetzt. Jede nicht bayesianische Entscheidungsregel ist von einer potenziell randomisierten bayesianischen Entscheidungsregel strikt dominiert. Das heißt, wenn Sie vermeiden wollen, etwas Dominiertes zu machen,
dann verhalten Sie sich doch so, als hätten Sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Zustandsraum. Oder anders ausgedrückt, Sie kommen zu mir, Ihrem Entscheidungstheorie-Berater, okay, und Sie geben mir quasi Ihre Regel, die Sie anwenden wollen, und dann schaue ich mir die an und sage, okay, ja, passt, die ist eh undominiert, die ist eh eine bayesianische Regel. Oder ich sage, nein, die ist nicht bayesianisch, probieren Sie doch diese hier. Und diese Regel, die kann ich Ihnen bauen, die ist einfach in jedem Zustand der Welt besser als die, die Sie mir gegeben haben. Das heißt, in dem Sinne sollte man sich bayesianisch verhalten. Okay. Und ich habe jetzt sogar noch einen Zuckerl für Sie, einen Beweis. Ja, ich sehe schon, das ist nicht so. Aber der ist hübsch. Den mache ich doch ganz kurz, das ist eine Beweisskizze. Ich habe noch 5 Minuten auf jeden Fall, so meine ich, mir gesagt wurde. Als Folgendes, ich möchte nur eine Skizze geben, wie kann man über das nachdenken und wie kann man das allgemein eigentlich zeigen. Es ist nicht so schwer nämlich. Und deswegen wollte ich das vielleicht auch noch rüberbringen. Man kann nämlich diese Wetten hier in so einem Diagramm platzieren. Also ich habe jetzt ja hier nur 2 Zustände. Ich gehe jetzt auf das erste Experiment ein, wo es nur den Zustand gibt, ich habe einen roten Ball in der Hand oder ich habe einen blauen Ball in der Hand. Das sind die 2 möglichen Zustände. Und was habe ich hier auf den Achsen? Hier habe ich die Gewinnwahrscheinlichkeit im Zustand, dass ich einen roten Ball habe, und die Gewinnwahrscheinlichkeit im Zustand einen blauen Ball. Und jetzt platziere ich alle Wetten da drinnen in dem Diagramm. Erster Punkt ist hier aufgetaucht, dass wenn ich auf rot gehe, habe ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit 1, wenn der Zustand rot ist. Und nach oben gehe ich nicht, weil wenn der Zustand blau ist, habe ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 0. Ja, das ist klar. Also ich habe hier die Gewinnwahrscheinlichkeiten 1 und 0. Gleich, der blaue ist da oben. Die blaue Wette, da habe ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1, wenn der Zustand blau ist. Ja, wenn ich eine blaue Kugel in der Hand habe und Sie wetten auf blau, gewinnen Sie. Und 0, wenn der Zustand rot ist. Und der andere, den habe ich jetzt ein bisschen übertrieben nach unten versetzt. Der graue ist ein bisschen so links unten von der, sagen wir gleich. Was man jetzt aber auch kann, ist, ich kann eben auch randomisieren. Was heißt randomisieren? Ich kann sowas kriegen. Ich kann zwischen der Entscheidung und der randomisieren, so viel ich will. Ich kann sagen, ich mache das mit Roulette-Rad oder mit 2x Münzen werfen. Ich kann alles Mögliche machen. Ich kann also jede Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 hier platzieren. Also ich kann beliebig nahe hier sein und aber hier. Ich kann jede Art von Gewinnwahrscheinlichkeit hier kreieren. Ich kann jede Art von Gewinnwahrscheinlichkeit hier kreieren und ich kann auch jede hier bekommen. Ich kann also jede Gewinnwahrscheinlichkeit in diesem Dreieck bekommen. Okay? Wo sind jetzt die besten, wo sind die undominierten Strategien? Man will immer mehr Gewinnwahrscheinlichkeit. Ne? Das heißt, wenn Sie hier vielleicht anfangen, dann können Sie nach rechts oben gehen und Sie kriegen in beiden Dimensionen mehr Gewinnwahrscheinlichkeit. Also von hier nach rechts gehen, von hier nach oben gehen, da ist Platz. Da gibt es Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel die 50-50-Strategie, die ich Ihnen empfohlen habe. Okay? Und die dominiert eben das, weil sie in beiden Zuständen eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit bringt. Das heißt, die Undominierten sitzen hier auf dieser grünen Linie. Das sind genau die undominierten Strategien. Und warum sind das jetzt beste Antworten? Warum sind das bayesianische Regeln? Na, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt verwende ich das nennt sich in der Mathematik der Trennungssatz. Das heißt, das trennt eine konvexe Menge von einem beliebigen Punkt am Rand der konvexen Menge. Das ist, auf Englisch heißt es noch viel hübscher, finde ich, Separating Hyperplane Theorem. Trennungssatz finde ich, weiß man nicht genau, was soll das sein? Das könnte auch eine Scheidung sein oder so. Ne? Hyperplane ist schon wichtig in dem Ganzen. Also, ich habe jetzt hier eine Hyperebene durchgezogen. In 2 Dimensionen ist eine Hyperebene nur eine Gerade. Okay, das ist eine Hyperebene. Und was hat die Hyperebene für eine Eigenschaft? Sie hat einen Normalvektor. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch, ganz kurz, aber es ist nicht wirklich, also wenn man es kennt, ist es nicht schwierig. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwo tief in die Bücher habe reinschauen müssen. Das ist schon überall präsent. Also das kennt man. Das ist der Normalvektor. Und der Normalvektor ist jetzt eben so, das heißt, der ist im Orthogonal zu dieser Hyperebene und dieser Normalvektor beschreibt die Hyperebene und diese Hyperebene, die ich da eben habe, die diesen Teil trennt von den Punkten am Rand, die hat jetzt da einen Normalvektor, der 2 positive Einträge hat und das kann ich quasi als Wahrscheinlichkeiten verstehen, ein halb, ein halb. Also ich kann ihn kürzer machen, den Vektor, sodass es ausgeht. Ne?
Und dann ist das eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung und dann kriegt man quasi das im Erwartungswert halt, also diese Punkte, diese undominierten Punkte sind eben auch genau eine beste Antwort auf genau diesen Glauben, dass man ein halb glaubt. Okay, dass man glaubt, die zweiten Zustände haben genau gleiche Wahrscheinlichkeit, dann sind all diese Punkte optimal. Wenn man natürlich glaubt, dass das Rot mehr wahrscheinlich ist, dann sollte man auf Rot gehen. Dann dreht sich diese, vielleicht ganz kurz, das darf ich vielleicht nicht, aber mache ich trotzdem, so ein bisschen dreht hier, dann ist plötzlich nur noch der rote Punkt irgendwie optimal. Oder wenn man hier so die Hyperebene durchzieht, dann ist nur noch der blaue Punkt optimal. Und das kann man beliebig erweitern, alle Dimensionen, und wenn man statt Gewinnwahrscheinlichkeit erwarteten Nutzen hinschreibt, wo es ja nur noch um objektive Unsicherheit geht, dann ist das der allgemeine Beweis. Okay, so, ich komme zum Schluss. Die Frage ist jetzt noch, was haben wir jetzt von all dem? Okay, jetzt haben wir alles angehört. Was haben wir davon? Naja, ich ziehe daraus zwei Schlüsse. Es gibt für mich zwei Konsequenzen. Die erste ist wichtig für normative Fragen und für das Studium von rationalem Verhalten. Das halt Ökonomen schon ganz gern betreiben. Und da würde ich halt sagen, dass man diese Verhaltensmodelle, die ich Ihnen gezeigt habe, Gilboa und Schmeidler und so weiter, in denen es diese Ambiguity Aversion gibt, das heißt eben diese Aversion an sich gegen die Unsicherheit, die, finde ich, sollte man nicht heranziehen. Ich finde, die sind eben nicht auf der Stufe von rationalen Verhaltensmodellen. Was aber nicht heißt, dass man sie nicht deskriptiv heranziehen kann. Da würde ich aber wiederum sagen, für deskriptive Fragen, also wenn man wissen will, ja, aber wie verhalten sich die Leute, ne? Einfach, wir wollen das beobachten und die verhalten sich, die wählen halt grau, meine Güte, was machen die da? Wie denken die? Ne? Dann sage ich, okay, für solche Fragen von deskriptiven Fragen und dem Studium von beschränkt rationalen Verhalten sollte man diese Modelle wohl etwas erweitern, weil da hat ja dieses zweite Experiment nicht funktioniert. Da haben ja noch mehr Leute, also danke für das, da haben sie noch mehr auf grau getippt und da sagen aber diese Modelle, da darf man nicht grau wählen. Das heißt, wenn ich jetzt aber da deskriptiv arbeiten will und sage, mein Modell hat einen guten deskriptiven Wert, das sagt mir eben schon, wie Leute sich verhalten, habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, man müsste da eher das Modell erweitern. In die Richtung, die mir gefallen würde, wäre, also das wäre jetzt ein Behavioral-Modell, ein beschränkt rationales Modell. Man wählt einfach Dinge nicht, die man nicht genau versteht. Es war ein extrem kompliziertes Problem eigentlich. Ich meine, das ist nicht einfach. Und wenn man Dinge nicht versteht, wählt man die nicht. Ich meine, das finde ich auch vernünftig. Investmentbanker habe ich mal machen geredet. Die, wenn man denen ein kompliziertes Finanzderivativ gibt und sie sollen das kaufen, dann sagen sie, naja, wenn sie das nicht verstehen, kaufen sie das nicht. Ich meine, wäre ja irgendwie blöd, weil wahrscheinlich will der andere ja auch ein Geschäft machen. Ne? Okay, das sind meine zwei Erkenntnisse von diesem Vortrag und ich bin damit fertig. Und ich glaube, ich kann das Buffet eröffnen.